Yo, servus Leute, was geht? Euer Daniel ist wieder mal am Start für euch. Und ich wurde gerade ins Team angeschrieben, ist ja Wayne. Ich habe erstmal eine neue Nuke für euch am Start. Ich habe es im letzten Commentary gesagt. Peacekeeper auf Nuke Town und so. Jetzt geht mir gerade mein Dings-Team auf den Sack, ey. Egal, so, weiter geht's. Richtig nice. Ich glaube, die ist auch relativ schnell. Ich glaube, irgendwie so in 2 Minuten 40 oder so. Ich glaube, das geht für den Nuke, oder? Jungs, das geht auch für den Nuke. Meine Nukes waren allgemein jetzt nicht so langsam. Vor allem die AC war hier mit 14 Kills bestückt, glaube ich, ja. Ich habe 13 Kills nach Harrier gehabt, war nicht ganz in Ordnung, wieder gut abgegangen und so. Der Beat ist von Rappers.in runtergeladen, hört sich auf jeden Fall richtig smooth an. Und wir haben hier gerade 30.05. den Donnerstag, 20:06 Uhr und die Jungs, der Brain, der guckt sich erstmal die Topmodels an. Ja, ist einfach so. Ich habe das mal halt vor ein paar Jahren angefangen zu gucken, habe dann eine Staffel ausgelassen, dann noch eine Staffel ausgelassen, noch die Staffel habe ich mir jetzt gegeben. Und an die Gucker an euch, wer war eure Favoritin? Muss ich einfach mal wissen, wer war eure Favoritin? Also bei mir ganz klar Anna, Maria und Marie, leider rausgeflogen. Also ich will jetzt, okay, jetzt lassen wir mal den schwulen Talk hier. Ja, weil ich habe noch ein anderes Thema, ja. Also aktuell ist natürlich die Sache, dass ich richtig Spaß am PC spielen habe. Macht mir echt richtig Bock. Ich bin gerade am Runterladen von den Dedicated Servers von MW3. Denn ich habe Bock auf dieses Fall Delta 1 MW3. Ich habe gehört, yo, du brauchst das gar nicht hier original zu kaufen. Du musst die Dedicated Server runterladen, dann Fall Delta 1 drauf cracken und so alles. Das mache ich dann später auch. Ich bin gerade noch am Downloaden und ich habe noch eine Sache. Ja? Ich habe nämlich angefangen, League of Legends zu spielen. Oh mein Gott. Bei mir war immer so, ich dachte mir so, what the fuck, was haben die Leute mit dem Game? Das sieht immer total, ja, so nerdig aus und so, dachte ich mir so. Ja, aber dann habe ich es jetzt selber ein bisschen gespielt mit Leuten, die es konnten. Oder mit einer Person, die es konnte, danach nur mit einem anderen. Aber da habe ich auch direkt abgebrochen, weil wir gegen Bots gespielt haben und ich keinen Bock hatte. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Chris, war das, habe ich mit dem gespielt und der konnte es halt richtig gut. Problem war, wir mussten gegen Level 30er spielen oder gegen Hohe halt, weil er Level 30 war, ich Level 1. Ich spiele gleich mal, oder nach Germany's Next Topmodel halt, ein Ründchen alleine, ein Ründchen solo. Und, ja genau, da wollte ich halt noch fragen, wer hat Bock auf League of Legends von euch? Ich heiße da Brain Gaming TV, West-Europa-Server. Ja, ganz ehrlich, Jungs, ich will mit euch spielen. Am besten, wenn ihr nicht so ein riesen Level seid, wäre auch ganz nice. Hier ist Nuke gezündet. Ja, YOLO auf trocken, meine Jungs. Commentary ist auch vorbei. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und addet mich bei League of Legends.